Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, hier in der Achtuber sind wir unterwegs und da gehen ganz mächtig auf jeden Fall die Büffelfische ab. Wir gucken mal hier im Kescher rein. Wildkarpfen sind auch dabei. Und man könnte sagen, an diesem Spot ist quasi wie Giebeltrophäen fangen. Wobei ich ja nur zwei bekommen habe, aber die anderen, die da rumstehen. Also ist wie Giebeltrophys ziehen, deswegen machen wir gleich mal ein neues PVA. Ich habe bis jetzt 3 Tage da geangelt an der Stelle und 3 verschiedene PVA-Mischen probiert. Wir werden jetzt nochmal eine neue kredenzen. Ja, und ich bin halt jetzt gerade hier gestartet und siehe da, ist im Café. Aber ich wollte mal eben gucken, was wir jetzt so insgesamt hier im Kescher haben. 1200. Ja, das ist ja auch schon mal ganz cool. Ich habe heute mal ein bisschen auf der Arbeit geangelt, wie man so sieht. Ja, den geben wir natürlich ab. Sind schon mal direkt 300 Silber für den Trophy. Ja, ich baue mal ein PVA und dann gehen wir ein bisschen angeln. Beißzeiten, beste Zeiten sind eigentlich jetzt, bis es dunkel wird. Nachts auch vereinzelt und früher morgen. Also wir beeilen uns, bis später. So, am Spot angekommen. Machen wir jetzt mal das PVA. Wir nehmen mittleres Buff genannt. Ich habe schon so viele Mischungen. Muss man sich was Neues einfallen lassen. Und hier haben wir drin. Ich habe sonst mit Leinsamen und Mais gearbeitet. Jetzt nehmen wir mal Rapssamen. Ich habe immer die 3 Muschel-Feed-Pellets genommen. Und jetzt habe ich mal den Krabben- und Muschelbeule gemahlen. Den 14er sinkenden. Ich hatte auch scharfe Pfeffer 18er reingeschnetzelt hier, diese roten, aus der roten Dose, diese Explosiv. Also eine Pfeffernote, jetzt haben wir mal alles auf Muscheln mehr oder weniger. Und Muschelsoße, letztes Mal hatte ich drauf Krabben und Muscheln. Ja. Also probieren wir das jetzt mal so. Und es sind nicht nur Trophäen, oder hier werden nicht nur Trophäen am laufenden Band gefangen, sondern auch einige blaue. Darauf bin ich natürlich aus. Wir gucken mal. 36 Spieler, die stehen nicht umsonst hier. So. Wir gucken mal ein Setup. Ich habe einfach ein normales Karpfen-Setup genommen. 2 Nullerhaken bietet sich wunderbar an. Pellet, sinkender Boilie. Dann haben wir hier Pfeffer-Muschel-Pellets. 18 Krabben und Muschel. 20 Muschel und halt das PVA. Ne? Jetzt mal gucken. Das war ja Buff. Oh Mann, wieso habe ich den schon? Leck mir am Arsch. Was ist denn jetzt hier der neue, Digga? Hier, ne? Also, ihr seht, hieß schon mal so. Egal. Wir stehen auf der Karte auf jeden Fall bei F5. F5 bei 117, 101. Kommt man diesen Berg runter und dann zwischen diesen zwei Schillfeldern. 9 Meter habe ich geklippt. Und ich werf hier die erste so an. So. Nur stramm machen, bringt eh nichts. Die fällt sowieso immer in Schlaufe. Deswegen Arschlecken kann man einfach so liegen lassen. Ja, und dann mal gucken, was so geht. 74 Fische haben wir jetzt. Gucken wir mal, ob wir noch eine Trophäe bekommen oder nicht. PVA muss jetzt ein bisschen wirken. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Mal gucken, was diese Mischung hier bringt. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Da sehen wir schon im Chat. Ja, nächste Trophäe gefangen. Ist wie Giebelklatschen. Also schon sehr interessant hier auf jeden Fall. Ja, ich werde mich zwischendurch mal melden. Wenn was Dickeres drauf geht, dann werde ich einblenden. Und da, zack, nächste. Unglaublich. Also es gibt hier so Kandidaten, sage ich mal, die hintereinander. Ja. Ich habe jetzt hier in 3 Tagen gerade mal 3 Trophäen bekommen. Ja, also wenn mir mal einer helfen kann, im VK, im Russischen, wenn ich da mit der Handy-Übersetzung rangehe, mit der Kamera, der übersetzt mir das, die eine Zutat nicht richtig, da steht dann Driesen oder Dreißen, auf Deutsch übersetzt, ich weiß zum Teufel nicht, was das sein soll. Ich hatte schon mal das Problem, da habe ich es irgendwie rausbekommen, ich habe es auch wieder leider vergessen. Wenn man da jemand weiterhelfen kann, gerne mal drunter schreiben und ich sag mal einfach bis gleich. Ja, da sind wir nochmal kurz, quasi 2 Sekunden später. Ich wollte euch nur mal eben zeigen. Da, seltene Trophäe. Hammerhart. Ich
Ich sage, da geht hier, das ist also krasse Stelle auf jeden Fall. Wenn euch dieses Vieh als Trophäe fehlt, ja, zumindest hier werdet ihr wahrscheinlich auf jeden Fall fündig. Also mal abwarten. Vielleicht komme ich ja auch noch in den Genuss. So, ich melde mich mal zurück. Jetzt haben wir auf jeden Fall was Kräftigeres dran. Könnte wieder so ein 13 Kilo Kevin sein. Könnte aber auch eine Trophäe sein. Ich habe jetzt einfach mal neue Vorfächer hergestellt. Ich habe die mal kürzer gemacht. Statt 60 cm 25. Und jetzt gucken wir mal, was denn hier so kommen mag. Also ich hatte auch schon mal einen schwarzen Büffelfisch gehabt, aber auch nur einen. Bisher. Oder ist das ein scheiß Karpfen? Ne, ne. Das ist ein. Ja, sieht. Auf jeden Fall Trophy. Schwer zu sagen. Digga. Bin ich denn behindert? Komm mal ran da, Junge. 19. Halleluja. Da hat mich viel gefehlt. Scheiße, ey. Schwer einzuschätzen. Hätte auch einfach mal blau sein können. Schade, schade, schade. Weil ich hatte gesehen, viele, die gepostet hatten, die viele Trophys haben, die hatten gar nicht so ein langes Vorfach. Und deswegen habe ich jetzt mal, ja, drei neu hergestellt mit relativ kurzem Vorfach. Ja, sehr schön. Habe ich ja doch die dritte. Sehr schade. Hättest du mal keinen Durchfall heute Morgen gehabt, Digga, dann wäre es jetzt blau gewesen, ne? Naja. Irgendwann kriege ich ihn. Irgendwann. Ja, wie gesagt, könnt ihr gerne auch mal probieren. An der Stelle hier 9 Meter Clip. Und ja, falls ich noch einen blauen kriegen sollte, schneide ich einfach hinten dran. Wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Geht mal probieren. Läuft ganz cool hier der Spot. Kann man auf jeden Fall auch Geld verdienen. Und schön XP. In diesem Sinne, Petri Dank, Petri Heil. Bis dann und tschüss.